ist Ronja und heute haben wir die letzte Folge Minecraft Labor. Falls ihr die drei Folgen vorher noch nicht gesehen habt, dann sind sie oben nochmal beim i verlinkt. Dann könnt ihr euch die erst angucken und dann wieder zu dieser Folge zurückkommen. Für die Leute, die schon alles gesehen haben, ich würde sagen, auf geht's. Lasst uns anfangen. So, du hast was entdeckt, ja? Du hast die Box entdeckt. Now play. Oh, das ist der Code, oder? Ja, schau mal. Nee, schau mal hier drin. Conference Room. Warte, sollten wir uns trotzdem noch den Namen von dem Lied merken? Nein, das ist wirklich egal. Das ist Minecraft, das ist ein normaler Minecraft-Name. Schau, jetzt komme ich hier rein. Dann gehen wir. Ich habe gesagt, jetzt können wir hier rein. Flo? Oh nein, das ist nur der Chest-Key da drin. Nein, okay, komm, wir brauchen die ID-Badge, oder? Keine Angst. Nee, für das haben wir nicht mal eine ID-Badge. Wir haben nur für den anderen Raum. Also wir konnten hier hinten rum, oder? Nee, über Lüftungsschacht, hundertprozentig. Okay, es gab so viele Schächte. Okay. Das heißt, wir gehen jetzt über den Lüftungsschacht in den Conference-Room. Folg mir. Und dann öffnen wir die Kiste. Das wäre unser erster Fall als, unser erster Einsatz als Detective Ronja und Flo, aber wir werden das hinkriegen. Wir sind ein erfahrenes Duo. Wir haben noch nie eine Menschenseele hier gesehen, keine Ahnung. Aber vielleicht finden wir heraus, warum. Das ist korrekt. Wir werden das Portal öffnen, okay? Wir haben schon 2 Batterien von 3. Okay, du musst einfach ganz nach hinten, okay? Okay, bin unterwegs. Ich sehe dich hier noch. Es ist hundertprozentig dort, das ist ganz recht, was ich dir gesagt habe. Ohne Witz, wenn du dich jetzt hier... Wie findest du dich in sowas zurecht? Also als Person, die sich in sowas nie zurechtfindet. Wie machst du das? Ich merke mir einfach, wie das ausgesehen hat und bin halt... Keine Ahnung. Hast du das einfach in deinem Kopf so als Map drin? Nee, oder? Hier warst du schon. Der Code. Ganz ruhig. Geh du hier rein mal und probier mal den Code aus. Und ich das sind aber 3 okay? Zahlen, oder? Nee, das sind 4. Probier mal aus und ich schau mal, ob hinten noch mehr ist. Wir versuchen jetzt einfach mal, ob 1101 richtig ist. Es kann halt auch komplett falsch sein, ne? Kann halt wirklich. Ist halt falsch. Geht's nicht? Nee. Das Ding ist, das Einzige, was ich halt habe, ist, dass da noch eine Nummer. Also. Nee. Das muss doch irgendwie funktionieren. Das geht nicht. Ich komme jetzt hier auch nicht mehr rein, ne? Warte mal, hier ist der Raum, wo wir schon mal waren. Oh, und da geht's weiter noch! Was ist denn dann der Code? Warum krieg ich denn die blöde Parking-Violation? Ich dachte, die ist wichtig. Aber sie ist nicht wichtig. Okay, Ronja, ganz ruhig. Okay. Warte mal. Oh, nee. Warte mal, park mich mal zu dir, weil sonst muss ich nochmal durch die Kanalisation laufen. Und das dauert 5 Jahre. Ja, ich darf nicht rein. Warte mal, TP richtig, Ronja, Kassel 40. Danke. Schau mal. Okay. Das ist ein neuer Raum jetzt hier. Okay. Hier wollen wir noch nicht. Okay. Sicher? Das ist alles ganz neu. Okay. Okay, dann gucken wir jetzt nach allem. Was ist Computer Storage? Oh, wir sind im Computer Storage Ding. Wir sind jetzt im Computerraum? Das ist der letzte Raum, wo wir noch nicht waren. Warte, hier ist der Computer an. E-Mail failed to send. Drück einfach alles, wirklich. Das ist okay, E-Mail failed to send. Da ist nichts, da ist eine Überwachungskamera. Die Kisten hast du schon reingeguckt, oder? Kannst du nicht, das ist verschlossen. Okay, hast du Computer Lab Storage? Nö, habe ich nicht. Okay. Hier ist ein Klo. Wofür hast du Storage? Wofür hast du den Key, meine ich? Ich hab nur Conference. Ich sag's dir, ich hab einen anderen Key. Wir müssen irgendwas suchen hier. Wir haben aktuell keine Keys. Ich geh mal hier ins andere Klo. Okay, ja. Hier hinten ist eine Tür, hier ist. Mach diese ganzen Hopper auf, diese. Bei den Pissoirs da, diese Bodendinger. Da kannst du reinschauen. Bei mir sind keine. Ich glaub, das hier soll das Damenklo sein. Ah, okay, ja, mach das hin, okay. Und hier ist ein Villager, hier steht Fiona. Echt? Fiona gibt mir für 3 Diamonds und 3 Emeralds den Conference Room B-Key und rate mal, was ich habe. Oh mein Gott! Wir haben den Conference Room B-Key. Hast du ihn? Ja. Ich hatte genau die Menge. Komm mit. Aber wie kommen wir jetzt raus? Warte, Bus? Conference Room B. Ja, wir müssen irgendwie raus. Warte, haben wir jetzt alles geguckt? Was ist, wenn da noch was war und ich es verpasst habe? Ich will nicht nochmal die locker 1-3-Situation haben. Nein, das ist das Letzte, aber wir müssen irgendwie rauskommen. Wir können nicht mehr in den Schacht ran. Oh nein. Okay, so. Wie bist du hier rausgekommen? Hier. Mach auf. Okay. So. Jetzt hab ich den. Oh mein Gott. Jetzt mach die Kiste auf. Hier ist nichts Gutes drin. Okay, andere. Eine Axt. Und die kann Akazienholz und rotes Terrakotta kaputt machen. Okay. Warte mal, ist hier noch irgendwas drin? Schau mal. Ist hier irgendwo Akazienholz und rotes Terrakotta? Welches ist Akazienholz? Das dunkle? Orange. Okay. Komm mit. Ich bin mir ziemlich sicher, dass jetzt hier. Jetzt müssen wir nur noch irgendwie zum Ding. Wir sind so kurz davor. Ja, wir sind wirklich ganz knapp davor. Wir haben alle Laboratories offen. Bis auf den einen Key. Und den einen Vierer-Code. 15 Minuten bis 45 Minuten. Ist es das? Spielzeit. Ist es nicht das für eine Stunde, was wir gerade machen?
Ja, aber ich stand noch 15 Minuten. Hier ist noch was. Okay, warte. Lol. Was? Easter Egg 2. Nice! Gut, dass du das gefunden hast. Okay. Wo ist Akazien oder rotes Terrakotta? Ich suche, aber ich sehe hier nichts Rotes. Hier ist nichts Rotes. Also, außer da oben die Rille ist rotes Terrakotta, aber das würde ich mal bezweifeln. Echt? Die rotes Terrakotta ist dieses komische, dieser schöne Dings. Ja, aber das ist es ja nicht. Warte mal, hier hinten ist... Warte mal, Terrakotta ist ja konkret. Das ist so, im Boiler Room vielleicht, oder? Oh ja, lass uns da mal gucken. Gute Idee. Warte, geht's hier zum Boiler Room? Ich bin immer noch nicht in Southwest drin. Das stimmt. Das ist dumm. Warte, ich glaube, wir haben auch noch... Ich weiß nicht, wie viel wir noch haben, to be honest. Okay, das... Ja, ich kann das hier abbauen. Ich weiß nicht, was uns das bringt, aber... Bau. Bau, Flo, bau. Vor allem mit der Axt können wir dann bestimmt noch viel aufbauen. Ja, wir können richtig viel damit machen. Super. Das ist schön. Geil. Nice, hier war Wasser. Wasser. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das der Sinn dahinter ist, aber... Ich weiß ja, es vielleicht auch. Ist es auch. Vielleicht müssen wir das Wasser wohin laden. Meinst du? Meinst du, wir müssen das hier unten fluten? Ich weiß es nicht. Würdest du sagen, das ist es? Das ist unser Ziel. Wir fluten jetzt den Bereich. Das ist, ja, hier wird halt nicht mehr geflutet, oder? Nee, hier wird nicht mehr geflutet. Oh nein. Gute Arbeit. Hey, wo? Warte mal, ist hier noch irgendwo anders was? Vielleicht lässt sich irgendwas mit Wasser aktivieren. Wir müssen locker... Also, ich bin mir 100% sicher, wir müssen irgendwie... Warte, du hast zwei Äxte, oder? Mal, was schau ist mal, mit der anderen Axt? Was kannst du damit abbauen? Schau mal. Okay. Siehst du das? Das ist ein Observer-Block. Der beobachtet, was für ein Block vor ihm ist. Und ich wette, der checkt, ob da Wasser ist. Okay. Aber wir müssen... Die Frage ist, wie kriegen wir das Wasser von hier? Können wir die Falltür aufmachen irgendwie? Das habe ich mir auch schon gedacht, aber es geht nicht. Also jedenfalls nicht, wie ich wüsste. Ich kann nur klicken. Wir müssen hier irgendwie Wasser hinmachen, aber wie? Okay, kannst... Guck mal, was hier ist. Was denn? Akati noch mal hier im Boden. Oh, lol. Okay, und jetzt geht der an. Und jetzt geht der an. Jetzt ist hier was aufgegangen. Security Room Key. Ronny, das Ende. Das... Oh mein Gott. Warte, aber ist es das Ende? Wir haben doch danach noch einen Code. Nein, chill mal. Jetzt können wir hier oben aufmachen. Computer Lab und Southwest Side Room Key. Ronja, das Ende. Oh mein Gott. Das ist alles. Die letzten Infinity Stones. Oh Gott, ey, diese Map. Aber ich muss sagen, ich hatte... ist einfach so verwirrend. Ein paar Stellen, wo wir cutten mussten. Ich hatte schon reinen Spaß hier. Ja, same. Also es war lustig. 8174. 8174. Ja! Computer Lab schon, wir können jetzt direkt reingehen, warte, nämlich. Können wir? Ach stimmt, wir haben es geöffnet. Ach, wir müssen noch mal diesen dummen Lüftungsschacht. Okay, auf geht's. Was war der Code? Der Code 8-1. Warte, ich arbeite hier dran. 8. Das dauert eine Weile. Das ist sehr unresponsive. 8. Da. Ich mach mal hier schon. 1, 7 und 4. 4 ist schon. Perfekt. Ja. Und bitte! Ja! Ja! Achtung, nicht in Abfluss fallen. 8 Storage Room Key. Das ist literally die letzte Kiste. Sonst gibt's nichts mehr. Okay, warte. Und wir müssen wieder durch diesen Kalt. Ab durch den Abfluss! Oh nein. Okay, ich fühle mich nach wie vor übrigens hart bamboozelt von diesem Parking-Ticket. Weil ich gedacht habe, das will mir irgendwas sagen, aber... Batterie 3! Ja! Okay. Ich glaube, das ganze Ziel immer ein bisschen... Mein Inventar ist sowieso auch voll jetzt. Okay. Das Ding ist jetzt halt... Hast du deine Batterien? Ich habe meine Batterien, aber... Kann man auf Diamond Block platzieren? Wir haben kein Diamond. Wie kriegen wir einen Diamond Block? Warte mal, vielleicht... Also, nie im Leben müssen wir die selber craften, sonst hätten wir schon viel mehr Diamonds gefunden. Ja, das war locker nur für den Key. Also ich meine, schau mal, vielleicht das ist halt hier um das Portal zu öffnen, also muss es ja irgendwo in der Nähe sein, technisch gesehen. Wo genau? Warte, haben wir jetzt alles benutzt, was du benutzen konntest? Okay, wir sind jetzt im Computer Lab. Wir haben jetzt einen Chest Key. Die Map quält uns. Wir waren hier schon mal, wir waren hier schon mal. Executive Office. Das sind die gelockten Chests gewesen. Nice. Oh, okay, das war's, Ende. Oder? Warte. Ja. Oh, es gibt keine weiteren Kisten auf der gesamten Map. Mein Inventar ist voll. Oh nein, okay. Warte. Okay, schon mehr. Ich glaube, jetzt gibt's halt wirklich nichts mehr. Ich glaube, jetzt das Ende naht. Wir sind am Ende. Tropfen genutzt hier. Okay. Hier ist eine Schere. Okay, jetzt macht alles Sinn. Okay, wir haben eine Schere. Oh, warte, dann können wir die Wolle scheren. Richtig. Okay. Und dann. Okay, und da sind dann Diamantblöcke hoffentlich. Was?
Und da sind deine Diamantblöcke und dann können wir gewinnen. Ey, wenn der Typ in dem Portal drin keinen Amazon 100 Euro Gutscheincode oder sowas hat, dann lohnt sich das die Map einfach zu spielen gar nicht. Okay, komm her. Okay, okay. Fühlst du das Portal? Ich fühl das Portal. Ja. Ja! Oh mein Gott. Ja. Ich hör Sounds. Okay. Bin jetzt keine Special... Da habe ich mir mehr erhofft, bin ich ganz ehrlich. Ich dachte mir so ein bisschen... Wollen wir reingehen? Haben wir diese Portal. 1 Stunde mal bitte nicht geschafft? Rein da. Okay. Mal schauen, was hier da drin... was das ist. Wahrscheinlich steht einfach... Haha, Troll, Prank. Wahrscheinlich. Okay. Warte, es generiert... Oh, es generiert das, du musst warten. Okay. Ich hoffe, ich habe nicht ausgemacht in meiner Serverkonsole, dass man das reingehen kann. Oh, stell dir mal vor, was ist denn... Ey, warte mal. Ich hab's einfach ausgeschaltet. Du hast es einfach ausgeschaltet, dass wir durch Portale gehen können. In der Map, wo das Ziel ist, durchs Portal zu gehen. Okay, wir gehen jetzt ins Portal, okay? Gehen wir ins Portal. Aktiviert der Server das jetzt? Ich glaube schon. Ja! Oh, Leute, wir sind am Mars. Oh, Leute, wir sind... Oder? Wir sind am Mars. Wir haben jetzt so kleine Marshäuschen. Wieso sind wir am Mars? Hier leben wir jetzt. Das ist unser Leben. Das ist unser neues Leben. Ich hab... TNT gefunden. Ey! Kann okay. Auf Gold platziert werden. Ey, warte mal. Es geht weiter. Das war erst der erste Teil. Das war erst das Tutorial. Wir brechen aus dem Mars aus. Warte. Ich komm nicht durch die Kiste rein. Du musst hier das Terrakotta brechen, bitte. Nee, du hast doch ein TNT mit Goldblock, oder? Nee, wo ist der Goldblock? Ey, komm mit. Nee, komm erstmal hierher. Wir müssen durch die Tür hier. Du kannst nein, doch. Ey, du hast doch eine Axt, um das hier kaputt zu machen. Oder? Ne, du hast doch hier, das kannst du doch kaputt machen, oder? Das Terrakotta? Nein, ich kann nur das... Das vorne nicht? Achso, ich... Ja, aber komm mit, ich glaube, das brauchen wir gar nicht. Okay. Ich glaube, das ist nur Bait. Das Bait. Genau wie das blöde Dings, von wegen hier, ich ja, Verkehrsvergehen. Ohne Witz, das fand ich frech. Kein Spaß, das mit C-Entschlüsselung, wenn, ich bin immer noch traurig, dass er das nicht gemacht hat. Ich habe auch gedacht, das ist... Voll ist schon der IQ. Auch mit diesen 3 Pfeilen zurück, ich habe gedacht, das ist es. Ja. Und du wirktest auch so überzeugt, weißt du, von der Idee. Ich habe gedacht, komm, Flo ist ein Genius. Ich meine mit 3 Pfeilen einfach Lüftungsschacht. Legit, wahrscheinlich. Ey, ja, Kerm, der Webentwickler ist dumm. Wenn er Kluge hätte das gemacht, was ich gesagt habe. Das wäre, ohne Witz, komm, wie hier. Gut das gewesen wäre, überleg mal. Haben wir. Oh, der Goldblock! Das meine ich ja. Oh mein Gott. Ist das Exit? Exit, wir sind frei. Ja. Congrats, you escaped. Ey, Ronja, ich glaube, jetzt ruhig mal erstmal der keine Map mehr an. Alter. Gott, hat es gedauert. Wir sind frei. Ich hoffe, euch hat dieser Film gefallen. Ja, ich hoffe, Minecraft, der Film, wir haben gut getan. Herr der Ringe-Länge. Falls euch das gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen hoch und einen Kommentar da. Und schreibt Danke an Flo, dass er sich 1,5 Stunden hier mit mir durch die Map gequält hat. Wir haben das hier geschafft. Okay, das kann uns keiner mehr wegnehmen. Naja, das war's dann aber auch mit dieser Folge. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao!